So. Es muss einen Weg geben, um auf dieses Schiff zu kommen. Ja, wir haben den Weg. Wir haben hier eine wunderschöne Karte. Nicht schon wieder Sie. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Dies ist eine private Party und ohne Einladung darf ich Sie nicht an Bord lassen. Merde! Die Frechheit, die manche Leute besitzen. Da könnte man meinen... Ah! Zeigen Sie das R. Unterzeichnet Frau Ruskatz. Monsieur, es ist uns eine Ehre, Sie heute bei uns an Bord zu begrüßen. Sie können gerne kommen und gehen, wie Sie wollen. Ich danke Ihnen. Wie liebenswürdig von Ihnen. Danke, Arschloch. Was für ein Wiesel. Ich hoffe, Monsieur haben einen angenehmen Aufenthalt. Und wenn ich Monsieur auf irgendeine Weise noch mehr in den Rhein kriechen kann, sagt es mir Monsieur hoffentlich. Aber selbstverständlich. Chris, hallo erstmal. Zweitens, ich habe dieses das Spiel... ist also die Deckparty. Bevor ich mich unter die Gäste mische, sollte ich Marky Penny Bescheid geben, dass ich hier bin. Es als Kind gesuchtet. Mobile Einsatzzentrale. Bitte bereithalten. Hi, Spy Fox. Wie geht es mit dem Auftrag voran? Ich habe es gerade auf die MS sofort auf Grund geschafft. Ich werde mich jetzt umsehen. Gut, halten Sie die Augen auf nach Hinweisen über die Lage von Billys geheimer Festung. Wenn Billys Festung so geheim ist, wie kommt es dann, dass wir davon wissen? Wir sind Spione, Spy Fox. Es ist unser Job, das zu wissen. Und wir sind gut in unserem Job. Spy Fox. Ende. Ja, wir sind gut in unserem Job. So, was haben wir denn hier? Ich könnte erstmal mit ihr reden. Das ist nämlich... Hallo. Katz. Sie sind bestimmt... Ruskatz. Bekannte Persönlichkeit des gesellschaftlichen Lebens und attraktive Eignerin der MS sofort auf Grund. Mein Name ist Fox. Spy Fox. In welcher Branche sind Sie tätig, wenn ich fragen darf? Sie sind aber ein neugieriger Fox. Als ob ich Ihnen meine Geschäftsgeheimnisse anvertrauen würde. Geheimnisse? Sie sind schwer durchschaubar, Frau Ruskatz. Natürlich bin ich schwer durchschaubar. Ich bin eine kluge Geschäftskatze. Sagen wir einfach, mein Geschäft ist der internationale Handel. Okay, aber Sie haben meine Neugier geweckt. Was für Frachtgut transportiert die MS sofort auf Grund? Das geht nur mich etwas an, Mr. Fox. Wie Sie sehen können, ist die MS sofort auf Grund eine Luxusjacht. Lassen Sie mich in Ruhe den Luxus genießen. Ich verstehe. Okay. Damit kann ich Informationen über Frau Ruskatz sammeln. Okay. Oh Gott, nein. Also das ist ein Froschanzug. Ideal für jede amphibische Gelegenheit. Ja, den nehme ich gerne. Ein solcher Froschanzug könnte sich als nützlich erweisen. Vor allem, wenn man die bevorstehende weltweite Milchkrise bedenkt. Natürlich. Ist ein Froschanzug immer gut. Was haben wir hier? Ein Kuchen. Was haben wir jetzt hier? Ein... Wow. Was haben wir hier? Geschenke. Ich will Geschenke. Okay, es ist die Weihnachtskiste. Okay, es ist doch nicht die Weihnachtskiste. So witzig, dass man alles einfach anklicken kann und irgendwas dann passiert. Entschuldigung. Wo waren wir stehen geblieben? Ach, wir wollten gehen. Woran lag's, Creeper? So, wir gehen mal hier hoch. Hey, das ist geheim. Das dürfen Sie nicht sehen. Oh, aber natürlich. Tut mir leid. Ich käme nie im Traum darauf, so etwas wie Spionage zu betreiben. Wenn meine Schicht bloß vorbei wäre, damit ich hier weg könnte. Ich hätte diese 17 Pflaumenlimos nicht trinken sollen. Dann kann ich Informationen über den Wachmann auf der MS sofort auf Grund sammeln. Wann ist denn Schichtwechsel? Verzeihung, ich suche die Toilette. Das hier ist die Brücke. Die Toilette ist da unten. Eigentlich müsste ich auch mal ziemlich dringend, aber ich darf meinen Posten nicht verlassen.
Meine Schicht ist vorbei um zwei Froschröpser und ein Korkenknall. Dann kommt meine Ablösung. Oh, nun halten Sie durch. Ich bin sicher, Sie werden bald erleichtert sein. Zwei so oder so. Zwei Froschröpser und ein Korkenknall. Merken. Zwei Froschröpser und ein Korkenknall. Ich frage mich, wozu dieses Ding gut ist. Es sieht aus, als könnte es ein Einfall von Quack gewesen sein. Warte mal. Es gibt jedenfalls eine Menge erschreckende Geräusche von sich. Ja, ich kenne die Zeit nicht, dammit. Entschuldigung. wie sieht's denn aus? Was ist mit dem Kerl auf der Brücke? Warum nimmt er das Bewachen der MS sofort aufgrund so ernst? Mein lieber Fox, vielleicht haben Sie noch nicht begriffen, dass ich eine internationale Geschäftskatze bin. Sagen wir, meine Geschäfte werden nicht nur an einem Ort gemacht. Verstehe. Die MS sofort aufgrund macht heimliche Fahrten von der Insel weg. Sehr interessant. Das habe ich nicht gesagt. Ganz egal, ob es wahr ist oder nicht. Ja, das Spiel steckt lauter schlechter Wortwitze. Das Schiff heißt MS sofort aufgrund. Da hast du recht. Was wissen Sie über den Seemann auf der Brücke der MS sofort aufgrund? Das ist ein komischer Kauz. Ich habe ihn in der Taverne gesehen. Ah, die Taverne. Die Schrecken der Taverne. Mir war nicht klar, dass sie das so mitnimmt. Entschuldigung, sind Sie der Eigentümer dieses Bootes? Ich bin James T. Trockendock, Kapitän der MS Erster Preis. Freut mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Fox. Spy Fox. Ist dieses klapprige alte Boot seetüchtig? 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 Natürlich ist es seetüchtig. Die Frage ist weniger, ob das Boot seetüchtig ist, Kumpel, sondern vielmehr, ob Sie es sind. Verstehe. Ja, Moment. Wo muss ich denn jetzt hin? Moment eben. So. Sorry. Wir gehen mal hier runter in die Taverne. MS Erster Preis. Sir, willkommen in der Taverne. Ich bin Bea Bär. Ist da irgendwas, was ich für dich tun kann, Süßer? Vielleicht was Süßes? Lass es mich nur wissen, okay? Danke, Bea. Einmal Hühnerhaxen zum Mitnehmen. Die sehen interessant aus. Schätzchen, Sie sind so schlecht. Das Gesetz schreibt uns vor, Sie nur zum Mitnehmen zu servieren. Wer Sie gegessen hat, ist hinterher auch mitgenommen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, kauft ihr die. Geben Sie mir doch eine Portion von diesen Hühnerhaxen zum Mitnehmen. Auf Ihre Verantwortung, Süßer. Ja, lecker. Darauf habe ich jetzt Hunger. Eigentlich nicht. Ich habe keinen Hunger. Gerade eben. Mehr als genug gegessen. Und auch was Leckeres als das da. Ja, Moment. Nein. Gib mir die Hühnerachsen wieder. Ich möchte da gerne noch etwas Soße draufpacken. Darauf steht Geheimsoße. Soll ich es riskieren, Bea? Müssen Sie wissen, Freundchen. Darunter steht auch noch witzigerweise, könnte bei Alligatoren Schläfrigkeit auslösen. Oder was da stand. Werden wir später wahrscheinlich noch benötigen. Eventuell. Jetzt ist meine Frage. Das ist eine Seemannsmütze. Ich weiß, was das ist. Dankeschön. Bitte. Sie können alle spielen, nur keinen Tango mehr. Was wissen Sie über den Wachmann auf der MS sofort aufgrund? Oh, dieser Typ kommt jeden Tag direkt nach der Arbeit hierher. Zu welcher Zeit? Er taucht hier 17 Minuten nach Beginn der Happy Hour auf. 17 Minuten nach Beginn der Happy Hour. Okay. So, 17 Minuten nach Beginn der Happy Hour, also um 8.17 Uhr. 8.17 Uhr.
Also wissen wir Bescheid, 8.17 Uhr. 8.17 Uhr. Interessant. Dies scheint eine Art Hightech-Wecker zu sein. Das könnte sich als nützlich erweisen. Schließlich heißt es doch, Timing ist alles. Bitte nicht jedes Mal reden. Danke. Hä? 8 Uhr 17. Schichtwechsel. Das ist es. Der Seemann hat mir erzählt, dass dieser Ton das Ende seiner Schicht einläutet. Sehr schön. Dann müssen wir nur noch ablösen. Dafür brauchen wir aber noch ein Hütchen. Hier brauche ich keine. Die brauchst du da oben. Weil er wird ja abgelöst. Das heißt, wir müssen ein Matrose sein. Also nehmen wir doch das Hütchen, das wir uns gekauft haben. Okay, Sie können jetzt gehen. Vielen Dank. Aus dem Weg. Troll noch ein wenig rum. Wenn man muss, dann muss man. Und dann gucken wir uns mal das hier an. Das ist merkwürdig. Die MS sofort auf Grundtat auf hoher See außerplanmäßig Halt gemacht. Diese spezielle Stelle sollte vielleicht näher untersucht werden. Mal sehen. Es sieht so aus, als ob die MS sofort auf Grund nach 30 Grad nördlicher Länge, 115 Grad östlicher Länge. 30 Grad nördlicher Länge. Merkt sich das jemand? 30, 115? Finde ich gut. Finde ich sehr gut. So, ich glaube, mehr brauchen wir hier nicht, außer noch ein bisschen an den Geräten umspielen. Und an den Rohren. Und an dem Eisberg und dem Eisbären drauf. Das ist so cool. Ich feiere dieses Spiel. Ist die Katze von der russischen Mafia? Naja, das werden wir noch erfahren. Der Chat merkt sich, das finde ich gut. Hund, nein, nicht Hund. Okay. Ging es jetzt nochmal weiter? Lass mich überlegen. Puh. Wie beißen die Fische heute, Kapitän? So wie sonst auch. Sie gebrauchen ihre Kiefernmuskeln, um die Zähne aufeinander zu beißen. Also, Kapitän, könnten Sie mich mitnehmen auf eine kleine Bootsfahrt? Würde ich ja gern. Aber da gibt's ein Problem. Ich kann nirgendwo hingehen ohne meinen Glücksbringer. Ihren Glücksbringer? Ei, ei, Kumpel. Denn das da ist das Meer. Unendliche Weiden. Und in den 25 Jahren, die ich mit der MS Erster Preis unterwegs bin, um neue Meeresfrüchte und neue Zivilisationen zu finden, bin ich in Gegenden vorgedrungen, die nie ein Waschbär zuvor gesehen hat. Aber ohne meinen Glücksbringer wäre es viel zu gefährlich. Ich kann es nicht riskieren. So. Damit kann ich Informationen über Kapitän Trockendock und seinen Glücksbringer sammeln. Ja, weil er hat seinen Glücksbringer nämlich verloren. Beziehungsweise verloren ist falsch. Er hat ihn beim Spielen verloren. Scheiß Glücksspiel. Ich kann ja mal eben gucken. Was wissen Sie über Captain Trockendock und seinen Glücksbringer? Oh, das war eine denkwürdige Nacht. Könnten Sie das näher ausführen? Kapitän Trockendock forderte Mr. Speckschwarz zu einer Runde Quartett heraus. Das ist übel, wenn man nur wegen eines Quartetts die Selbstachtung verliert. Kapitän Trockendock hat sich seitdem nie wieder hier blicken lassen. Verstehe. Trockendock hat seinen Glücksbringer beim Quartett verloren. Ja, und zwar bei ihm da hinten. Guten Tag. Interesse an einem kleinen Quartettspiel? Mein Lieblingsspiel. Fox. Spy Fox. Ich habe gelegentlich Quartett gespielt. Und Sie sind? Eberhard W. Speckschwarz. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, mein Herr. Was halten Sie davon, wenn wir dieses Spiel ein wenig interessanter machen? Möchten Sie vielleicht um Krimskrams spielen? Zufällig habe ich ein ganzes Glas voller Krimskrams dabei. Na, ausgezeichnet. Mir gefällt ein Fuchs, der bereit ist, um Krimskrams zu spielen, gegen ein Schwein, das gerne Quartett um Krimskrams spielt. Legen Sie Ihren Krimskrams auf den Tisch und wir fangen an. Ich muss gestehen, ich habe dieses Spiel hier ebenfalls, wahrscheinlich genauso wie in Operation Robohund, das Spaßspiel, habe ich dieses Spiel hier wahrscheinlich mehr gespielt als
Sie spielen also gerne um Krimskrams, eh? Na gut, meinetwegen. Hier ist mein Krimskrams. Die Story an sich. Lassen Sie uns spielen. Das ist ein hübsches Stück Krimskrams, was Sie da haben. Ich spiele mit diesem hier. Ich hab so oft mit dem Quartett gespielt. Haben Sie Dreier? Nein, Karte abheben. Okay. Wenn ich weiß, wie Quartett geht, ja. Haben Sie Vierer? Okay, er hat auf jeden Fall Vierer. Haben Sie Buben? Sagten Sie nicht, Sie wären gut in diesem Spiel? Karte abheben. Haben Sie Zehner? Karte abheben. Man muss halt vier von einer Karte bekommen. Haben Sie Sechser? Verdammt. Man kann so lange den Gegner fragen, Könige? Karte abheben, bis man bis man falsch, also bis derjenige die Karte nicht hat. Haben Sie Achter? Karte abheben, mein Herr. Dann ist der andere dran. Man muss eine Karte ziehen. Haben Sie Fünfer? Ich bin gespannt, wie oft ich jetzt... Asse? Nein, Karte abheben. Gucken, wie oft ich jetzt verlieren werde. Ah, wie erfreulich. Haben Sie Vierer? Hübscher Versuch, aber Sie müssen abheben. Ah, wie erfreulich. Haben Sie Damen? Karte abheben. Haben Sie Siebener? Nein, Karte abheben. Warum hat er denn gar nichts? Was soll denn das? Das kann doch gar nicht sein. Haben Sie Könige? Hübscher Versuch, aber Sie müssen abheben. Fünfer hat auf jeden Fall. Haben Sie Fünfen? Ja. Die nehme ich Ihnen gerne ab. Oh shit, das war nicht genug. Haben Sie Dreier? Karte abheben, Mr. Fox. Neun. Haben Sie Siebener? Ah ja, jetzt hat er natürlich eine Sieben gezogen. Ich krieg zu viel. Haben Sie Buben? Karte abheben. Haben Sie Neuner? Ha, Karte abheben. Ich habe immer Glück, wenn es um Quartett geht. Ach, jetzt bin ich nochmal dran, weil ich eine Neun gezogen habe. Na ja, genau. Was mache ich denn jetzt? Fünfer, komm. Haben Sie Fünfen? Karte abheben, Mr. Fox. Haben Sie Damen? Karte abheben. Ich hole mir die Vier. Ich muss mich entschuldigen, mein Herr. Ich bin wirklich gut in diesem Spiel. Ach, jetzt hat er einen voll. Egal, die Vieren, die krieg ich. Haben Sie Vierer? Er müsste alle drei haben. Yes. Ich habe immer Glück, wenn es um Quartett geht. Haben Sie Achter? Karte abheben, Mist. Mein Herr. Haben Sie Zweier? Karte abheben, Herr Speckschwart. Haben hat er. Sie Buben? Auf jeden Fall. Aber auch nur zwei, scheiße. Das ist nicht gut. Haben Sie Zehner? Nein, Karte abheben. Ich bin nochmal dran, weil ich eine 10 gezogen habe. Haben Sie Neuner? Ja, jetzt hat er eine 9. Ha! Ja, was mache ich jetzt? Dreier. Keine Ahnung. Dreier? Nein, Karte abheben. Komm, 5-9 oder Bube, 5-9 oder Bube. Nein, eine Dame! Haben Sie Asse? Nein, Karte abheben. Dame. Haben Sie hat er. Damen? Oh, ja. Oh, kommt schon. Haben Sie Fünfen? Karte abheben, komm, meine eins von den Vieren muss es doch sein. Ja. Ich liebe dieses Spiel. Haben Sie Zweier? Karte abheben. Haben Sie Buben? Nein, Karte abheben. Mist. Na. Haben Sie Achter? Top, die Wette gilt. Ich... Haben Sie Sechser? Karte abheben. Okay, welche nehme ich? Neun. Haben Sie Neuner? Ha, Karte abheben. Komm jetzt, aber nimm mit. Nimm mit. Zweier? Das ist doch lächerlich! Herr Speckschwart. Ah, wie das ist doch lächerlich! Haben Sie Sechser? Nein, Karte abheben. Das ist doch komplett lächerlich. Haben Sie Zehner? Nein, Karte abheben. Damit wäre ein Vierer voll. Haben Sie Könige? Hübscher Versuch, aber Sie müssen abheben. Oh, er fängt schon an zu schwitzen. Hoffentlich verlieren Sie nicht zu schnell den Mut, mein Herr. Haben Sie Buben? Karte abheben, Mr. Fox. Yes. Das passt mir sehr gut. Haben Sie Asse? Karte abheben, Herr Speckschwart. Bei Gott bin ich gut.
Haben Sie fünf? Nein, Karte abheben. Haben Sie Zweier? Karte abheben. Jetzt hole ich mir die Achten. Dafür müsste er drei Stück haben. Haben Sie Achter? Nee, nur zwei. Warum hat er davon nur zwei? Haben Sie Zehner? Ha, Karte abheben. Haben Sie Fünfer? Natürlich, jetzt hat er die eine Fünf gezogen. Ich krieg zu viel. Und damit wäre es ein Vierer. Ah, du... Haben Sie Asse? Nein, Karte abheben. Aber er hat drei Zweien. Gib mir die drei Zweien. Haben Sie Zweier? Gib mir die drei Zweien. Die nehme ich Ihnen gerne ab. Ich habe immer Glück, wenn es um Quartett geht. Haben Sie Buben? Yes, und den Buben hat er auch noch. Ich liebe dieses Spiel. Haben Sie Zehner? Karte abheben. Ja, 10 oder 8. Wenn ich jetzt 10 oder 8, dann dürfte ich eigentlich schon gewonnen haben, quasi. Damit wäre ein Vierer voll. Haben Sie Achter? Nein, Karte abheben. Haben Sie Asse? Ja, kriegst einen Ass. Ist mir doch egal. Nimm mit. Ah, wie erfreulich. Damit habe ich 4. Gewonnen! Ja, gleich schon. Oh, richtig. Sie verlieren nie. Es gibt für alles ein erstes Mal. Oh mein Gott, ich bin so doof! Ich hab vergessen, um den Glücksbringer zu spielen. Was wissen Sie über Kapitän Trockendock und seinen verloren gegangenen Glücksbringer? Der arme Tropf verlor ihn bei einem besonders harten Quartettspiel. Ach wirklich? Also ist das hier der fragliche Glücksbringer? Ja, und den gebe ich nicht so leicht her. Und Sie wissen, dass Quartett mein Spiel ist. Wie wär's, wenn wir den Einsatz bei diesem Spiel erhöhen und um Kapitän Trockendocks Glücksbringer spielen? Na gut, wenn Sie wollen. Und ich starte mit den beschissensten Karten. Haben Sie Zehner? Das ist aber ein lustiges Spiel. Okay, nochmal. Könige? Karte abheben, mein Herr. Haben Sie Achter? Karte abheben. Haben Sie Vierer? Ha, Karte abheben. Was habe ich für beschissene Karten? Das ist doch voll assi. Haben Sie Zweier? Hübscher Versuch, aber Sie müssen abheben. Haben Sie Sechsen? Karte abheben, Mr. Fox. Mr. Fox. Haben Sie Neuner? Karte abheben, Herr Speckschwarz. Haben Sie Dreier? Nein, Karte abheben. Haben Sie Siebener? Haben Sie Damen? Haben Sie Buben? Haben Sie Siebener? Karte abheben. Achso, ich bin dran. Entschuldigung, was? Haben Sie Zweier? Dun, 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 haben Sie dun, dun. Könige? Eine Karte. Vielen Dank. Dun, dun. Haben Sie Dreier? Karte abheben, mein Herr. Dun, 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 dun. Haben Sie Damen? Ah, ja. Haben Sie Buben? Nein, Karte abheben. Haben Sie Zehner? Nein, Karte abheben. Haben Sie Neuner? Hübscher Versuch, aber Sie müssen abheben. Haben Sie Asse? Das ist aber ein lustiges Spiel. Haben Sie Sechsen? Karte abheben, Mr. Fox. Haben Sie Achter? Karte abheben. Haben Sie Vierer? Nein, Karte abheben. Haben Sie Neuner? Karte abheben. Oh, diese Karten, die ich hier habe, das ist doch bescheiden. Haben Sie Zweier? Karte abheben, mein Herr. Haben Sie Fünfer? Karte abheben. Ah, wie erfreulich.
Haben Sie Buben? Nein, Karte abheben. Haben Sie Achter? Zwei, natürlich. Haben Sie Dreier? Nein, Karte abheben. Haben Sie Asse? Haben Sie Fünfer? Hübscher Versuch, aber Sie müssen abheben. Haben Sie Könige? Ha, Karte abheben. Haben Sie Zehner? Welchen bitte mir gleich... Haben Sie Fünfer? Karte abheben, Herr Speckschwart. Ah, wie erfreulich. Haben Sie Zehner? Karte abheben. Haben Sie Vierer? Nein, Karte abheben. Ha! Das passt mir sehr gut. Haben Sie Achter? Ha, Karte abheben. Haben Sie Könige? Natürlich hat er den König gezogen. Eine himmlische Partie. Haben Sie Siebener? Karte abheben, Herr Speckschwart. Haben Sie Fünfen? Die nehme ich ja gerne ab. Damit wäre ein Vierer voll. Haben Sie Zweier? Nein, Karte abheben. Haben Sie Achter? Hoffentlich verlieren Sie nicht zu schnell den Mut, mein Herr. Haben Sie Asse? Ah ja, wieder ein Vierer für mich. Das ist doch nicht haben wahr. Sie Neuner? Karte abheben. Ich krieg's kurz, ne? Haben Sie Sechsen? Haben Sie Dreier? Karte abheben, mein Herr. Ich habe immer Glück, wenn es um Quartett geht. Haben Sie Zehner? Nein, Karte abheben. Und damit wäre es ein Vierer. Haben Sie Dreier? Karte abheben, Mr. Fox. Haben Sie Neuner? Hübscher Versuch, aber Sie müssen abheben. Haben Sie Buben? Ich befürchte... Die nehme ich Ihnen gerne ab. Das ja, passt mir sehr ich gut. Werde verlieren. Haben Sie Sechsen? Nein, Karte abheben. Wenn ich die Sechs jetzt nicht ziehe, dann habe ich wahrscheinlich... Haben Sie Dreier? Jetzt hat er die Dreier, ich krieg zu viel. Haben Sie Zehner? Karte abheben, Herr Speckschwarz. Das ist so geil. Neuner, gib sie mir, gib sie mir. Rüber damit. Warum nur zwei? Haben Sie Sechsen? Er hat die Sechs gezogen. Vielen Dank. Ich liebe dieses Spiel. Haben Sie Neuner? Kann nur noch Neunern fangen, obwohl er keine haben kann. Jetzt die Neun ziehen. Haben Sie Dreier? Es war so klar, dass er noch den Scheiß Dreiern fragt. Bei Gott bin ich gut. Gott, leck mich! Haben Sie Zehner? Hübscher Versuch, aber Sie müssen abheben. Haben Sie Neuner? Damit wäre ein Vierer voll. Unentschieden. Es sieht so aus, als würde keiner von uns diese Runde gewinnen, Herr Speckschwart. Kann ich Sie für ein weiteres Spiel interessieren, Mr. Fox? Legen Sie vorher ein Sie sind dran, Herr Fuchs. Sie sind dran. Wir machen eine zweiminütige Pause.